Hallo und willkommen zurück zum Radsportmanager YouTube Abonnententeam. Jetzt sind wir hier bei der Volta ao Alentejo Liberty Seguros von Castelo de Vide nach Maranhão. Das klingt doch super, wenn man das so ausspricht, vor allem wie ich mit meinem sexy portugiesischen Akzent. Ich habe jetzt mal ein bisschen Material auch drauf gemacht, weil das vergesse ich ja ab und zu mal. Das Spiel wählt das eigentlich auch immer ziemlich gut aus. Wir können da jetzt mal schauen. Also die Etappe ist eigentlich recht flach. Es gibt aber auch immer mal ein paar Hügel mit drin. Deswegen würde ich es eigentlich tatsächlich so lassen. Leichtigkeit, wie gesagt, für die leichten Hügel, Aerodynamik dann eben für die Ebene. Es geht hinten raus leicht bergauf im Sprint. Wie man hier sieht, so, boah, das kann schon schwierig werden. Ich habe überlegt, ob ich Adam Wood mitnehme, aber das Team sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich habe das Spiel, das Team nach Sprintern ausgewählt. Das sieht man auch, wenn ich jetzt hier Sprint mache, dass das unsere besten Sprinter im Team sind. Wir können theoretisch auch immer zwei verschiedene Züge fahren. Da müssen wir natürlich schauen, ob wir das tatsächlich hinkriegen. Wird schwierig werden. Ich will da auch nicht zu viel versprechen, aber Jan Kravitz ist momentan unser bester Mann. Dahinter kommt Luis Pockel. Michel Stückrad habe ich jetzt erst nochmal rausgelassen, weil der Fitnesswert nur auf gut ist und seine Zeit wird ja noch kommen im April. Dort wird er dann top in Form sein. Dort nehmen wir ihn dann auch mit. Carsten Seifert ist dabei, Oskar Neuber, Michael Jünger, Max Meyer, weil er in der Ebenenwert von 70 hat und quasi der allererste gute Sprintanfahrer ist. Risto Kinnunen ebenfalls quasi der erste Sprintanfahrer. Christian Reuter wäre eben auch noch einer, der quasi 15 Kilometer vor dem Ziel oder 12 Kilometer vor dem Ziel das Tempo dann hochhält. Dann haben wir quasi zwei Viererteams, würde ich es mal nennen, die selber sprinten können. Jan Gravitz und Luis Pockel sind dann quasi die Kapitäne für den Sprint. Je nach Tagesform entscheiden wir dann allerdings, wer tatsächlich im Fokus steht. Vom Material her lasse ich das erstmal so. Rahmen, Time Machine, okay, ja, warum nicht? Strategie geben wir ja selber aus. Etappenprofil ist dieses hier, 155,1 Kilometer lang. Ich würde jetzt die Bergwertung vielleicht doch erstmal weglassen. Schauen wir mal. Ja, hier gibt es dann Bergwertung der ersten Kategorie. Dann schauen wir auf der vierten Etappe, dass wir dort vielleicht jemanden in die Ausreißergruppe mit reinschicken. Aber dann können wir hier ein paar interessante Sprints fahren. Wie gesagt, es geht hier sehr steil bergauf ins Ziel. Müssen wir mal schauen. Das wäre natürlich was wie gemacht für Adam Wood, für unsere Pancheure, aber die anderen vier Etappen sind natürlich eigentlich eher tellerflach und Adam Wood hatten wir jetzt schon so häufig dabei. Deswegen, und er hat ja gerade auch die Rundfahrt gewonnen. Außerdem hat er wahrscheinlich noch einen richtig dicken Kater, weil er sich wieder zugedröhnt hat. Und wir sind hier bei den Sprintfavoriten sogar mit dabei. Jan Gravitz, Luis Pockel. Also das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Allerdings sind hier die Hügelwerte doch auch noch mit reingerechnet. Bin ich sehr gespannt, wie das laufen wird. Aber wenn wir hier einen schönen Sprintzug mit reinfahren, dann kann das, glaube ich, gut werden. Wie gesagt, wir müssen mal schauen, ob wir tatsächlich zwei Sprintzüge hinbekommen. Das wird dann wahrscheinlich schwierig, das zu koordinieren, zwei Viererzüge zu fahren. Aber wir haben ein so gutes Team. Rein theoretisch ist es möglich. Ja, schauen wir mal, was wir so machen. So, Tagesform. Seifert plus zwei. Reuter plus 2, Gravitz die 0, Kinnun die minus 4, Luis Pockel minus 1, aber hat keinen Einfluss auf seinen Sprintwert, nur auf eher unwichtige Werte für den Tag. Kopfsteinpflaster wird es, glaube ich, heute, außer es wird noch schnell umgebaut, wird es das eher nicht geben. Michael Jünger haben wir auch mit am Start, auch ein ganz passabler Anfahrer, allerdings natürlich eher fürs Kopfsteinpflaster. Ist dann so der drittletzte Anfahrer für ein Team, deswegen. Schauen wir jetzt mal. Also Luis Pockel, Carsten Seifert hat heute dann die 71 im Sprint. Dann ist Seifert heute unser Mann, da er eben auch am Hügel stärker ist. Er hat ja auch einen 72er Wert heute am Hügel. Er ist auf jeden Fall mit unser Sprinter. Jan Gravitz am Hügel nicht ganz so stark. Bekommt seinen Anfahrer mit dazu. Wen nehmen wir denn für ihn? Oskar Neuber hat eine gute Beschleunigung. So, und der Rest darf erst. Achso. Naja, gut, dann machen wir das anders. Dann machen wir das so. So, also wie gesagt, Carsten Seifert ist natürlich eigentlich der optimale Fahrer für den Tag. Jetzt hat er noch eine gute Tagesform. Da können wir gut mit reinhalten. Dann schauen wir, wie wir eben auch den Sprintzug mit anfahren können. Das ist natürlich jetzt nicht so gut, dass Jan Gravitz an allerletzter Position ist. Hier, Jochen Maas hat angegriffen, ehemaliger DTM-Fahrer. Verbessert mich oder
24 Stunden von Le Mans. Irgendwas sagt mir der Name Jochen Maas, vielleicht auch Tour de France-Fahrer, Formel-1-Fahrer. So, ein bisschen weiter nach vorne, wie gesagt, wäre ganz schön. Ristokin nun mit der minus 4, naja. Würde dann für den Tag eher mal rausfallen. Reuter können wir schön als Anfahrer benutzen. Dann schauen wir, dass wir vielleicht tatsächlich mit Gravitz den Sprint anfahren. Hallo? Ich habe doch gesagt, weiter nach vorne fahren. Oder habe ich es nicht gesagt? Oder ist das Tempo so hoch, dass er nicht vorkommt? Ja, das Tempo scheint noch recht hoch zu sein. Jetzt redet Jens Vogt wieder in der ARD. Hier gerade noch den Livestream der 15. Tour de France-Etappe drauf. Also ich mache jetzt hier zwei Folgen Abonnententeam quasi am Stück. Nicht, dass ihr euch wundert, falls ich dann erstmal nicht auf Kommentare eingehe. Ich werde auch gleich noch Kommentare beantworten, wo ich jetzt die letzten Tage auch nicht so 100% dazu gekommen bin. So, jetzt so weit vorne muss es dann auch nicht sein, dass wir hier die Nachführarbeit machen. Kannst dich ruhig ein bisschen weiter zurückfallen lassen. So, damit wäre die Strategie für den Tag erstmal klar. Kinnun holt uns das Wasser. Max Meyer und Jünger können erstmal noch frei fahren. Das sind dann so die ersten Sprintanfahrer. Zusammen eben mit Christian Reuter. Und auch Neuber gehört dort sicherlich dazu. Müssen wir dann schauen, wer da noch am frischsten ist. Jetzt können wir aber erstmal die Etappe so ein bisschen rollen lassen. So viel passiert hier jetzt erstmal nicht. Habe jetzt auch gar nicht so viel zu erzählen, muss ich sagen. Also, habe schon alles in den anderen drei Folgen erzählt, die ich gerade aufgenommen habe. Was halt wirklich schön ist, dass wir so viele Optionen haben. Und wir haben es bei der letzten Rundfahrt schon gesehen. Da hatte Henry Ulig zweimal eine richtig gute Tagesform. Zack, ins gelbe Trikot gefahren. Dann hatte Adam Wood auf der Schlussetappe eine plus 3. Haben wir am letzten Hügel dann genutzt, diese Chance. Und sind dort dann noch um eine Sekunde ins gelbe Trikot gefahren. Und haben die Rundfahrt mit Adam Wood dann gewonnen. Also quasi noch einen Doppelsieg rausgefahren. Was ja für die Kontinentalwertung auch extrem wichtig ist. Wir wollen sowieso aufsteigen und ich denke mal, das werden wir auch schaffen. Gerade auf diesem Schwierigkeitsgrad sollte das kein Problem sein. So, Berg der vierten Kategorie. Ich stelle es nochmal ein bisschen schneller, so interessant ist das gerade nicht. So, Kinnun holt uns ein Wasser. Da sieht man jetzt auch wieder rote Balken mal kurz nach hinten ist, weil er nach vorne sprinten musste. Das sind jetzt noch 79 Kilometer. Und dann machen wir hier mal die ersten beiden Etappen dieser Rundfahrt. Wir werden natürlich auch mal Etappen simulieren, aber da wir halt so viele Fahrer am Start haben und alle ja mal auch ins Bild kommen möchten, ist das eigentlich ganz sinnvoll, wenn wir fast alle Etappen fahren. Weil wir haben immer Fahrer, die was gewinnen können. Das ist halt so ein bisschen das Gute daran und eben auch gleichzeitig unser Problem. Wenn die Tour de France vorbei ist, dann wird es auch ein bisschen weniger werden mit dem Uploaden. Ah, da sind wir jetzt quasi schon die Zieldurchfahrt. Da werden wir uns jetzt gleich mal den Hügel anschauen, den es da eben auch gibt. Das dauert noch ein Stück. Also wie gesagt, wenn die Tour de France vorbei ist, dann ist es für mich auch ein bisschen easier. Dann können die Folgen hier auch ein bisschen länger werden. Parallel gibt es jetzt allerdings auch mal wieder ein paar andere Sachen als nur Radsport. Ein bisschen Horror, ein bisschen Freizeitpark bauen. Finde ich auch wieder schön. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. So, jetzt sind es auch nur noch 24 Kilometer. Schaut zum Tempo vorne aus. Scheint recht hoch zu sein. So, Seifert muss auch mal weiter nach vorne. Ja, das Ding hat es schon in sich. So, da kommt jetzt Reuter. Der ja auch eine gute Tagesform hat. Gutes Tempo in der Ebene drücken kann. So, er soll mal ganz kurz hier vorne verweilen. Gerade mal schauen, wann Max Meyer kommt. Jan Gravitz lassen wir mal sein eigenes Tempo fahren.
Beziehungsweise, oder nehmen wir ihn dann eben doch als Sprintanfahrer? So, jetzt stellen wir mal. Ist gerade alles so ein bisschen schwierig. Weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, dass er dann Max Meyer hinterher fährt. Seifert fährt Kravitz hinterher. Jetzt hatten wir als allerersten Reuter in der Reihe, der eigentlich besser drauf ist als Max Meyer, also bringt er uns quasi schon gar nichts mehr. So, Seifert musste da jetzt einen kleinen Sprint hinmachen, aber er kann seinen Balken auch wieder regenerieren dann gleich. Egal, Max Meyer ist als Puffer ganz gut. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir mit Reuter hier das Tempo kontrollieren auch. Wir müssen etwas schneller fahren. So, Max Meyer sagen wir auch mal Energiegel. Hier natürlich dann auch, ne? Hier bleibt es nochmal flach, aber gleich geht es dann auch wieder nochmal diesen Hügel hoch. Na, dranbleiben, Leute. So, da ist nämlich gut, wenn man dann nochmal einen dazwischen hat. Allerdings, Max Meyer wird hier gleich rausfallen. Ristokin nun, na, der ist aber auch nicht mehr so richtig frisch. So, komm, Kravitz, dranbleiben. So, eieieiei, Reuter ist auch gleich platt. Wir müssen aber noch zur 3-Kilometer-Marke kommen. Geht jetzt auch hier leicht bergab. So, Seifert, halt das Hinterrad. Hinterrad halten. So, Kravitz, komm schon, 3-Kilometer-Marke, komm schon, 3-Kilometer-Marke. Aber es geht natürlich noch bergauf. Uiuiui, jetzt ziehen die vorbei. Jetzt müssen wir mit Reuter rausnehmen und Kravitz muss noch ein Stück. Auf, komm schon, Kravitz, hau rein. Es geht, wie gesagt, leicht bergauf. Auf, Seifert, hau rein. Das war ein bisschen früh. War vielleicht ein bisschen früh. Mal schauen, oder reicht es? Es müsste reichen. Es reicht. Yes! Etappensieg für Carsten Seifert. Jawohl. Kravitz kommt auch noch auf Platz 5, glaube ich. Nee, 6. Sechster Platz für Jan Gravitz, sehr schön. Reuter super angefahren, Max Meyer ebenfalls. Huiuiuiuiuiuiuiui. Also, Luis Pockel, heute haben wir ihn einfach mal ein bisschen auch geschont. Mit der minus 1, Sprintwert 70, aber er wird dann auf jeden Fall auf einer anderen Etappe, wenn er eine bessere Tagesform hat, nochmal. Aber ich kann leider auch nicht auf jeden dann hier achten, dass er eine gute Platzierung hat. Ist jetzt ein bisschen zurückgefallen, auch in der Gesamtwertung. Aber Carsten Seifert war ja heute einfach wichtig, weil er einen richtig guten Hügelwert hat. Und natürlich heute mit der 72 am Hügel und noch eine 71 im Sprint. Sehr schön. Das war auch eine sehr gute Teamleistung, muss man sagen. Da haben einige gut mitgearbeitet. Alter Schwede, ist mir gerade ein bisschen warm geworden am letzten Anstieg. Weil man kann natürlich hier nicht 1,5 Kilometer vorm Ziel sprinten, wie das ja normalerweise mit Degenkolb der Fall ist. Hier geht es ja noch bergauf. Da sind die Sprints kürzer. Also der nächste Sieg für Team Eurosport. Wir gewöhnen uns ja langsam auch dran. Auch Jan Gravitz noch Sechster geworden. Sehr schön den Sprint angefahren. Gesamtwertung natürlich vorne, dank der Zeitbonifikation. Bergwertung haben wir keine Punkte bekommen. Skandal. Carsten Seifert im grünen Trikot ebenfalls, Nachwuchsfahrer natürlich auch, Teamwertung auch. Läuft, läuft bei uns und wir machen jetzt natürlich die zweite Etappe auch noch. Die wird auch ein bisschen einfacher zu steuern sein, weil man dort dann ein etwas flacheres Profil hat.
Aber das läuft alles richtig gut. Vor allem, das war auch eine schöne Teamleistung, wie wir dort den Sprint angefahren haben. Auch relativ realistisch, muss man sagen. Dann schauen wir nochmal ins Briefing rein. Carsten Seifert jetzt natürlich auch nochmal im Aufwind, weil er die Gesamtwertung anführt. Ansonsten, der Rhythmus ist bei einigen Fahrern noch schlecht. Das ist wahrscheinlich dann auch das Problem von Luis Pockel. Hier wird es aber auch nochmal recht hügelig hinten raus. Also, alles nicht so ganz einfache Anfahrten. Da ist Carsten Seifert vielleicht doch tatsächlich im Vorteil, da er auch am Hügel einen Wert von 70 hat und in der Beschleunigung eben auch gut ist. Gibt hier auch einige steile Anstiege. Gerade hier Berg der zweiten Kategorie. Aber wir haben jetzt natürlich alles auch auf unseren Sprint gesetzt. Hier sieht man, dass es eigentlich dort bessere Fahrer gibt. Aber wir haben halt immer relativ gute Allrounder dabei. Nochmal einen kurzen Blick auf die Kontinentalwertung, was ich einfach immer wieder gern mache. Sind weiterhin auf Platz 3, 319 Punkte. Super Prestige sind wir auf Platz 26. Aber damit auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. von den Kontinentalteams. Deswegen können wir jetzt mal in das nächste Rennen noch reinstarten. Und da sehen wir, dass es hinten raus doch wirklich sehr hügelig ist. Mal schauen, wie wir da in den Sprint reinkommen. Wir schauen uns einfach erstmal wieder die Tagesform an, wie wir das bislang eigentlich immer gemacht haben. Und richten dann unsere Taktik danach aus. Das ist eigentlich, glaube ich, wenn man so ein ausgeglichenes Team hat, ich wiederhole mich wahrscheinlich sehr häufig, ist das, glaube ich, die beste Variante. Carsten Seifert, wie gesagt, nachdem er bei den australischen Meisterschaften gestürzt ist, jetzt dann auch der erste Sieg. Sehr schön. Wir haben jetzt auch schon sehr viele verschiedene Sieger in unserem Team gehabt. Adam Wood hat gewonnen, Henry Ulig hat was gewonnen, Jan Krawitz ist natürlich momentan noch unser bester Sprinter. Benny Fjord hat noch nichts gewonnen. Nein, Quatsch, das ist ja auch einfach Pech, muss man sagen. Er müsste jetzt eigentlich bald dann auch gut in Form kommen und bei den nächsten Rundfahrten dann dabei sein. So, Carsten Seifert heute wieder eine Plus 1. Christian Reuter, Oskar Neuber ist gut drauf und Jünger ist sehr gut drauf. Mal ganz kurz Pause machen. Luis Pockel natürlich wieder mit der Minus 3, das ist natürlich schade. Auch Jan Krawitz mit der Minus 3. Also unsere anderen beiden Sprinter sind quasi schon aus dem Rennen genommen wegen der Tagesform. Dann kümmert sich Krawitz jetzt auch um Seifert. Und Luis Pockel ist wie gesagt ein bisschen raus, natürlich auch in der Gesamtwertung schon zurückgefallen. Michael Jünger ist ganz hinten im Feld. Max Meyer können wir natürlich mal schauen. Auch eine Plus 1, aber ist auch weit hinten. Eigentlich würde ich gerne in die Ausreißergruppe reingehen mit Max Meyer. Na, komm schon. Sind natürlich schon einige vorne weggefahren. Eine Minute 24, aber da können wir theoretisch noch hinkommen, wenn die uns hier mal rauslassen. 34. mit 10 Sekunden. Ich weiß nicht, ob das Hauptfeld da jetzt hinterherfährt. Na, sie reagieren auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So sollte das eigentlich sein. So. Machen wir hier nämlich nochmal ganz kurz den hier. So, kümmert sich um Carsten Seifert. Der sehr weit hinten fährt dafür, dass er das gelbe Trikot trägt. Ansonsten schauen wir erstmal, also Max Meyer, probieren wir nochmal in die Ausreißergruppe reinzukommen. Das Feld, fahren die uns hinterher oder fahren die jemand anderem hinterher? Die fahren doch bestimmt wieder uns hinterher. Aber vielleicht nehmen sie jetzt auch Tempo raus. Nee, machen sie nicht. Also die fahren uns hinterher, also macht es quasi keinen Sinn. Ja, okay. Tut mir leid, dann wird das heute halt leider nichts mit Max Meyer. Hätte gern die Bergpunkte geholt. So, dann können wir jetzt mal hier sortieren. Carsten Seifert, bitte weiter nach vorne. Ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, aber er will ja nicht hören.
Kravitz im weißen Trikot. Dann können wir das Ganze so leicht kontrollieren. Mr. Kinnun, Reuter, Pockel, Neuber, Meier und Jünger. Mal so ein bisschen Tempo, beziehungsweise vielleicht nehmen wir doch noch einige Fahrer raus. So, Kravitz ist sowieso schon draußen. Reuter würde ich mal rausnehmen noch. Hat das sehr gut gemacht als Anfahrer. Dann hätten wir noch, bräuchten wir noch einen. Und Jünger können wir eigentlich noch für die Anfahrt benutzen heute. Also benutzen klingt jetzt so schwierig, aber doch, wir benutzen dich. Ich benutze dich, mein Freund. So, und dann machen wir das wie ein gelbes Trikot, das halt so tut. Schön hier mit Teamkollegen vorne dran. Wir sind das neue Team Sky, Team Eurosport. Mit Carsten Miegels als Sponsor. Vielleicht können wir ihn ja mal für einen kleinen Gastauftritt hier gewinnen. Ich denke, dass das definitiv drin ist. Vielleicht in 5 Jahren dann. So, scheint eine interessante Etappe zu sein, die 15. Es sind jetzt noch 60 Kilometer bis ins Ziel. Also bei der Tour de France, die hier gerade parallel auf meinem Laptop läuft. Aber so genau schaue ich da gar nicht hin die ganze Zeit. Die entscheidende Phase werde ich gleich mitbekommen. Ist jetzt auch die letzte Etappe heute für mich, die wir hier aufnehmen. Ja, ist jetzt schon richtig steil. Auch der Berg der zweiten Kategorie sieht extrem steil aus. Fast komplett schwarz. Also da wird es schon einige geben, die auch Probleme bekommen. Das Tempo hier hinten ist allerdings so niedrig und Carsten Seifert hat einen sehr guten Puls. Mal schauen, ob wir wieder so eine gute Sprintanfahrt hinbekommen. So, da kommen wieder einige nach vorne. Wasser dürfen wir natürlich nicht vergessen. Müssen wir einen von vorne nehmen. Dann nehme ich mal Max Meier jetzt gerade auch hier in der Abfahrt. So, da kommt er auch schon wieder nach vorne. Dann haben wir das eigentlich ganz gut genutzt, den Moment hier. Boah, ich bewundere ja immer diese Abfahrtfähigkeiten. Deswegen war ich gerade ganz kurz einen Moment still vom Grand Colombier, wo es jetzt gleich reingeht. Ist immer bewundernswert, wie die Fahrer dort auch eben runterfahren. Das war jetzt gar nicht mal so steil, aber wenn man auch mal die Geschwindigkeiten sieht, wenn die Kamera am Rad dran ist, das ist der absolute Wahnsinn. Also ich würde wahrscheinlich, da ist Layers of 4 ein Dreck dagegen, da würde ich mir wahrscheinlich so in die Hosen machen. Vor allem ungeschützt ja auch dort runterfahren mit, was weiß ich, 100 Sachen, das ist schon krass. Du weißt ganz genau, wenn jetzt vorne ein technischer Defekt am Rad passiert, dann gibt es erstmal nur Essen durch den Schlauch. Und zwar durch den eigenen. Bäh. Eigentlich ziemlich ekelhafte Vorstellung. So, jetzt geht es hier in den Berg der zweiten Kategorie rein. Also Carsten Seifert ist natürlich so der optimale Rennfahrer für solche Regionen, wo es leicht hügelig ist. Trotzdem sind die Sprintfahrer gefragt. Also unser Michael Matthews-Typ. Luis Pockel ist da natürlich auch ein guter Mann. Sieht man auch hier 68, 70. Aber hat sich noch nicht so weiterentwickelt, wie das eben bei Carsten Seifert der Fall war. Und außerdem hat er hier jetzt jeweils eine schlechte Tagesform und Carsten Seifert ist dort relativ gut unterwegs gewesen. Also wie gesagt, da nicht sauer sein. Ich entscheide das immer nach Tagesform, immer nach, was ist das Beste für das Team natürlich, wo ich ja immer als Horror-Teamchef hier hingestellt werde. Dabei will ich doch immer nur das Beste. Ich will euch das Beste aus euch rausholen, für das Beste aus dem Mann. Na, langsam wird das Wetter, dreht sich ein bisschen, da wir ja unser Frühjahr-Team hier noch am Start haben. Sollte das vielleicht dann auch nochmal in die Karten spielen von der Tagesform her. Pokémon habe ich hier noch keine gesehen. Ist ja momentan der Riesenhype Pokémon Go. Ich liebe das ja persönlich auch, aber mit meinem Handy nicht möglich. Und naja, so die Zeit dafür habe ich jetzt auch nicht, um draußen spazieren zu gehen und Pokémon zu fangen. Was, dann komme ich mir auch ein bisschen albern vor. So, jetzt hat es auch angefangen zu regnen. Die Abfahrt haben wir zum Glück hinter uns gebracht. Nochmal Zeit, auch wenn es jetzt regnet, für ein Wässersche. Und dann können wir bald auch unsere Sprintanfahrt beginnen, also so in 70 Kilometern. Da sieht man schon, ja, wir haben halt keinen explosiven Hügelfahrer dabei, der dort jetzt theoretisch vorm Ziel attackieren könnte. Ich würde halt versuchen, so schnell wie möglich über den Hügel rüberzukommen mit Carsten Seifert und Jan Kravitz. Luis Pockel, wie gesagt,
70er Sprintwert würde bleiben. Vielleicht können wir mit ihm parallel mal den Sprint noch fahren, aber er ist natürlich jetzt auch in der Führungsarbeit schon lange mit eingebunden. Ich nehme ihn gerade mal mit raus. Die Sprinterteams werden ja irgendwann auch die Führungsarbeit noch übernehmen. Hoffe ich. Ja, da kommen jetzt einige zur Hilfe. Das Tempo wird höher. Vorsprung ist rund 4 Minuten der Ausreißer. Wird jetzt ein bisschen kleiner. Und dann können unsere Jungs da eigentlich jetzt auch rausnehmen. Meier würde ich ganz gerne noch vorne behalten. Ristukin nun kann jetzt erstmal Feierabend machen. Aber muss aber auch nicht komplett aus der Gruppe rausfallen. So, und dann jetzt quasi wieder alles, ja nicht alles, aber fast alles für Carsten Seifert. Wie gesagt, Luis Pockel lassen wir parallel auch mal sprinten. Kann sich vielleicht nochmal ein Hinterrad sichern, damit wir ihn auch mit dem Sprint haben. Ich will dann natürlich niemanden hinten runterfallen lassen, gerade weil er auch gute Werte hat. Aber wie gesagt, die Tagesform ist halt für ein Poppes. So, Sprintwertung ist uns erstmal wurscht, vor allem die Ausreißer haben eh schon alles abgegrast. Wir wollen im Zielsprint unsere Punkte holen und das hier sind dann quasi diese Hügel in Anführungszeichen. Da sollte man eigentlich gut drüber hinwegkommen. Da haben wir auch quasi schon das Sprintfinale gesehen. So, Gesamtwertung oben war gerade, ist wieder komplett durchgeknallt. Noch 34 Kilometer. Ich glaube, die Strecke kennen wir auch. Ja, da erinnere ich mich noch dran. Es war nicht immer die schönste Strecke, weil es hier dauernd so kurvig ist. Ja, und dann hier so auf einmal eine enge Straße. Also zum Ziel hin wird es ein sehr enger Sprint. Wir müssen früh vorne sein. 25 Kilometer sind es jetzt noch. Machen wir doch erstmal dieselbe Taktik. Und dann können wir Luis Pockel ja vielleicht sogar noch hinten dranhängen. Machen wir einen Fünfer-Konvoi. So, wenn die Straßen gleich breiter werden, können wir das schon mal formieren. So, machen wir als erstes. Max Meyer ist in der Ebene eigentlich stärker. Ah, wir können noch nicht folgen. Ist noch zu weit weg anscheinend. Geht das nicht? Na, wir könnten mal schon mal Position einnehmen. Dann müsste Jan Krawitz kommen. Aber da warten wir gerade noch bei Jan Krawitz. Dann holen wir ihn auf jeden Fall auch schon mal nach vorne. Genauso wie, na, wo ist er? Carsten Seifert und Luis Pockel. So, können wir uns jetzt endlich zusammenreihen? Jawohl. Huch, warum ist Max Meyer jetzt so weit zurückgefallen? Sind alle recht weit zurückgefallen? Na, es geht eigentlich. Stimmt, die Jünger hatten wir ja auch noch mit in der Reihe. Dann lassen wir Max Meyer vielleicht heute einfach wirklich mal raus. Das dauert jetzt auch zu lang, bis er vorkommt. So, Jünger hinten dran. Dann kommt Jan Krawitz an Jünger. Dann kommt Seifert. An Krawitz und Pockel an Seifert. So, erstmal die Jungs einfangen. Noch nicht zu schnell fahren, damit alle auch aneinander sind. So, Jünger ist schon mal da. Wo ist der Rest der Mannschaft? Hallo? Da kommt Krawitz, da kommt Seifert, da kommt Pockel. Kilometer. Dann hier nochmal den Hügel. Jetzt gibt es auch nur noch ein einziges Mal diesen leichten Hügel, den wir dann fahren. Und dann haben wir hier unseren Sprintzug. Aber was für einen? Dann können wir mit Luis Pockel und Seifert sprinten.
So, erstmal haben wir noch die Nase vorn. Vorne ist noch ein Ausreißer, eine halbe Minute weg. Das ist halb so wild, den werden wir auf jeden Fall einholen. Gerade nochmal im Auge kratzen. Also es macht schon Spaß mit dem Sprint. Jetzt müssten wir etwas schneller fahren. Vorne geht es in den Hügel rein. So, jetzt müssen wir generell ordentlich draufhauen. So, auf, hau rein in den Berg. So, überall mal sagen, komm, wir nehmen mal unser Energiegel. So, Reuter können wir jetzt theoretisch auch langsam rausnehmen. Der rote Balken leidet jetzt doch sehr. Dann übernimmt nämlich der gute Herr Jünger. So, jetzt beginnt der Sprint mit Jan Krawitz. Da müssen wir gleich schauen, wie schaut's aus. Luis Pockel sieht noch gut aus. Seifert ebenfalls. Es sind noch 2,4 Kilometer. So, warte, es ruckelt gerade. Das ist natürlich ruckelfrei hier durchbringen. Der ist schon im Wind. Jetzt hier noch die Kuppe hoch. Uiuiuiui. Da ziehen einige gerade rechts vorbei. Ach Mist, wir sind eingeklemmt. Ja. Das war nicht so gut. Da waren wir leider dann links eingeklemmt. Da haben wir den Zug verpasst. Da war es dann mit Krawitz nicht mehr schnell genug. Da war der rote Balken auch schon durch. Mist, zu lang den Sprint angefahren. Ja, da habe ich mich ein bisschen verkalkuliert. Aber Spaß macht es auf jeden Fall. Carsten Seifert auf 3, Jünger auf 5, Reuter auf 9, Pockel auf 11. Ja, das war nicht optimal leider, aber es kann ja auch nicht immer klappen. Das ist ja auch das Gute daran. Also wie gesagt, da bin ich zu lang mit Jan Krawitz im Wind gewesen. Wir hätten vielleicht Luis Pockel auch noch mit reinnehmen können. Dazwischen, dann als vorletzten Sprintanfahrer quasi. Aber irgendwann muss man ja auch mal in den Wind gehen. Schade. Habe ich ein bisschen verbasselt, aber die Gesamtführung sollten wir auf jeden Fall behalten, da wir Dritter geworden sind. Schauen wir mal die Siegerehrung an, da sehen wir das gelbe Trikot. Aber es macht Spaß mit dem Sprint anfahren, wenn man so ein schönes Team dabei hat. Ui, 2 Sekunden Rückstand jetzt, haben wir doch nicht geschafft. Dann war Cardoso vorher Zweiter in der Etappe. Schade. Aber das werden wir uns noch zurückholen, verdammt nochmal. Soll mit dem Teufel zugehen, wenn wir das nicht schaffen. Cardoso ist der Flinkste. Rodolfo Esteban Cardoso. Schade, da sind wir dann geschlagen worden. So, und jetzt beende ich auch diese Folge und schaue mir vor allem mal die Tour de France-Etappe an, die jetzt auch gleich in die entscheidende Phase reingeht. Da freue ich mich drauf. So, das sieht dann allerdings sehr flach aus. Da können wir auch mal etwas leichter den Sprint anfahren. Dann vielleicht auch wirklich nochmal auf eine Doppelspitze setzen, je nach Tagesform. Ich hoffe mal, da ist keiner sauer. Chuck Norris-Witze haben wir in der letzten Folge auch gemacht. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles erwähnen sollte. Ihr könnt nochmal eins noch wahrscheinlich, ihr könnt nochmal schauen über eure... Ja, hier müssen wir auch nochmal schauen. Ich denke mal, wir können finanziell jetzt sogar fast schon sagen, wir können uns nochmal einen neuen Trainer kaufen, damit wir dort alle bei bahnbrechend haben. Also wie gesagt, das ist nicht böse gemeint, das ist eher der Zufallseffekt, aber Grunewald, Bayer und so weiter brauchen auch noch einen bahnbrechenden Trainer. Das müssen wir auf jeden Fall noch ändern. Ich denke, das Risiko sollten wir auch eingehen, da wir ja einige Rennen noch gewinnen werden. Mache ich dann wahrscheinlich auch in der nächsten Folge, dass wir einen Trainer entlassen und einen neuen noch einstellen, einen bahnbrechenden. So, schaut aber trotzdem nochmal über eure Trainingsziele. Ich lasse euch das gerade mal so stehen. Diego Pellegrini hatten wir zum Beispiel noch gar nicht dabei, glaube ich, in noch keinem Rennen. Aber seine TS gehört auch zu der Gruppe, die erst im April fit wird. Daran liegt das also. Also kein Thema. Wird alles noch werden. Schaut drüber. So, die erste Seite könnt ihr jetzt gerne auf Pause drücken. Und die untere Hälfte ab Lars Ritter dann. Das wären diese Jungs. Könnt ihr auch gerne schauen, ob dort noch was geändert werden soll. Einfach in die Kommentare schreiben. Dann mache ich das natürlich dann für die nächste Folge. Deswegen sage ich Dankeschön fürs Schauen. Dann geht es zur dritten Sprint-Etappe der Volta ao Alentejo. Und ich hoffe, dass wir dann wieder Etappensiege holen können. Mit wem auch immer. Dankeschön fürs Schauen und bis zur nächsten Folge.